Servus, willkommen zu einer neuen Folge Chiropraktik. Heute Magali Teil 2. Hi. Hallo. Sagen wir mal zweieinhalb, ne? Zweieinhalb. Wir haben uns ja zwischendurch einmal noch kurz gesehen. Der Fairness halber muss das ja natürlich auch erwähnt werden. So ist es nun mal. Diese Behandlungen hier sind keine Show, sondern wir wollen, dass dem Patienten geholfen wird und dass es auch besser wird und auch besser geht. Und wir hatten ja jetzt, wann haben wir gefilmt? Vor 3 Wochen? Linda, ja, kommt ja drei, zwei, drei Wochen, ja. Circa, und aufgrund der Schwere der Symptomatik haben wir dann zwischendurch telefoniert und gesagt, komm mal kurz einmal rein. Ja, ja. Ne? Habe ich hier einmal die Haare gewaschen, genauso wie heute. Und ja, erzähl mal, wie sieht das momentan aus? Es war heftig nach beiden Behandlungen. Ja. Ja, das ist auch erst wieder schlecht. Stimmt, wir müssen ja über die erste auch nochmal sprechen. Ja, ja, genau. Es war schon die 2 Tage danach waren schon Kopfschmerzen, derbe da, aber nicht so krass, dass es in die Migräne gefallen ist. Das ging eigentlich wirklich, aber trotzdem der Kopf dröhnte halt. Ja, ordentlich. Okay. Wo am meisten? Kannst du das irgendwie sagen? Gab es Stellen, die am speziellsten der waren? Der Hinterkopf, wo du dran warst, das war halt mega druckempfindlich. Ja. Komplett. Okay. Also nach der halben Behandlung der letzten, nicht ganz so schlimm wie bei der ersten, aber das war schon. Da ist es am intensivsten. Da tat selbst das auf dem Kissen liegen weh. Mhm. Ja. Okay. Genau. An sich so ist es definitiv besser als vorher. Mhm. Die Grundkopfschmerzen sind weniger geworden. Er ist, würde ich trotzdem sagen, noch da. Ja. Grundkopfschmerz meinst du mit dieses untergründige? Genau, dieses untergründige, was ich die ganze Zeit hatte. Mhm. Hat, aber hast. Ah, ja, habe. Wie ist es heute? Ich merke, ich bin sehr, sehr lichtempfindlich schon. Oh, das heißt, es könnte sich was an? Es könnte sein, dass daraus was wird. Da bist du ja heute genau richtig. Richtig, ja. Nein. Naja, aber es kann halt einfach auch, also das ist so meistens, wenn es so bedeckt ist, aber es trotzdem sehr hell ist, dann habe ich das oft, dass ich merke, Lichtempfindlichkeit ist höher und entweder ist es wirklich, wird eine Migräne draus oder... Oder eventuell nicht. Eventuell. Oder normaler Kopfschmerz. Das ist halt so, genau. Ja. Mhm. Ja. Migräneattacken? Letzte Woche, also den letzten Samstag, vormittags ging nicht gut. Also da war... Und nachmittags ging es wieder? Ja. Also dann ging es, also ich habe mich dann ins Bett gelegt, alles dunkel gemacht, nochmal geschlafen oder versucht zu schlafen, Schmerztabletten genommen, einfach Ruhe und dann nachmittags war es so in Ordnung, dass ich wieder was machen konnte. Okay, lass uns mal versuchen, so vor der ersten Behandlung und jetzt nach den ersten anderthalb Behandlungen, versuch mal so eine Prozentzahl rauszuhauen, um wie viel es besser geworden ist, so um ungefähr mal das Ganze einschätzen zu können. Circa. 50% besser? Ja? Ja, also... Okay. Ja. Gut, lassen wir das stehen. Ich finde das schon gut. Ich würde schon sagen. 50% finde ich schon mal ganz gut für anderthalb Behandlungen. Jetzt müssen wir mal... Jetzt dieser Grundkopfschmerz, den musst du mir noch mal einmal beschreiben. Ist der hier? Hier? Oder hier? Überall. Also überall. Alles, was du gerade gezeigt hast, ist halt so ein Druck. Ja, okay. Gut, interessant. Passt zu dem, was ich mir eigentlich zu heute überlegt habe. Mhm. Das ist der erfahrene Zuschauer, du wirst das wissen. Ich mache mir natürlich auch gerade, wenn ich meine Patienten kenne, vorher immer schon Gedanken, was könnte man noch machen? Wie reagiert der Patient? Was ist bei rausgekommen? Wie kann ich wann was machen? Dementsprechend hatte ich heute mir schon was überlegt zur Schädelbehandlung. Mhm. Und das, was du sagst, deutet darauf hin, dass wir da nochmal ran sollten. Gut. Sonst irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Nee, nicht unbedingt. Was jetzt wieder, also bei der letzten Behandlung, bei der kurzen, hattest du mich ja gelobt, dass hier hinten alles ganz gut frei ist. Das habe ich das Gefühl, dass es wieder schlimmer ist. Womit hat das was zu tun, Magali?
Oh, ich hatte sehr anstrengende 1,5 Wochen, würde ich schätzen. Da haben wir drüber gesprochen. Ja, genau, ne? Aber das war, ist dann halt dieses, eine innerliche Anspannung, die dann auch... Genau, auch in der Körperhaltung, ja, sich niederschlägt, ja, und in dem Gesamtkontext ein unglaublich wichtiger Faktor. Ich nerve da gerne. Ich weiß, ja, das ist, gerne, weil, ne, diese Faktoren müssen einfach irgendwie eingestellt werden. Jetzt geht man zur Arbeit und kann nicht sagen, Chef, ich bin gerade nicht so stressresistent, kann man sagen, macht man aber nicht. Das bedeutet halt aber, dass man versuchen muss, wenn man das merkt, einen Ausgleich zu schaffen, um dann wieder den, ja, Stresspegel ein bisschen weiter runter zu holen, ja? Das hast du mir versprochen. Habe ich getan. Hat noch nicht so funktioniert. Genau, ich wollte gerade sagen, dann tu es auch. Bitte. Ja. Okay, gut. Nö, so, sonst habe ich eigentlich keine weiteren Fragen. Also meinetwegen kann man anfangen. Ja, dann. Ja? Starten wir mal. Starten wir. Ja, denn dann. Rat mal, warum ich mich neben dich gesetzt habe. Ja, ich weiß schon. Genau. Die Schildkröte. Die Schildkröte. Oder Mr. Burns. Ne? Ja. Also, Moment, das kommt nicht von mir. Also haben andere Leute dich schon so genannt, oder? Nein, ich mich selber. Ich weiß ja, wie ich auch. Also, ich weiß ja, dass ich so... Dann nenne ich dich nur noch Mr. Burns. Das finde ich irgendwie ganz cool. Ehrlich. Okay, also wir haben hier wirklich... Wir haben halt ein Haltungsding. Haben wir alle. Jetzt sagen jeder Zweite wieder, guck mal, wie der Thomas sitzt. Da habt ihr auch absolut recht. Aber ich sage meinem Patienten auch immer, ich denke ungefähr 100 Mal am Tag an meine Haltung. Anders geht es nicht, dass man aktiv drüber nachdenkt. Und das hier, gehen wir noch ein Stück zur Seite, und dann sieht man das, den Stiftabstand vom Hinterkopf. Mach mal die Dinge. Ja, was denn? Ja, also wir haben, ah, jetzt, wir haben jetzt, wenn ich den hier von der Brustwirbelsäule hier, haben wir so ein Stück Abstand. Jetzt, richte dich. Gehen wir noch hier ein Stückchen nach vorne. Die Halswirbelsäule. Etwas da aufrichten. So. So sitzt kein Arsch. Entschuldigung, habe ich Arsch gesagt? Das ist auch sehr unbequem. Ja. Nichtsdestotrotz muss man sich zwischendurch mal entlasten und aufrichten. Ist gut, atme mal. So, aber seht ihr, jetzt hat sie locker gelassen. Und obwohl du locker gelassen hast, bist du wesentlich näher am Stift. Und das meine ich damit. Wenn man das immer wieder wiederholt, heißt das nicht, dass man auch nicht so durch die Gegend macht. Keiner. Aber es ist wichtig, weil du sonst hier einfach zu viel Spannung und dementsprechend dann auf den Schädel einfach bekommst. So. Ausnahmsweise heute mal, ich lasse tatsächlich unten weg, Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule interessiert mich, weil ich habe heute sehr viel zu tun. Wir haben gehört, 50% haben wir bei Magali geschafft, das bedeutet aber auch, bin gut im Rechnen, 50% sind noch da. Dementsprechend werde ich mich, glaube ich, mal um diesen Bereich hier kümmern, weil wir haben vorhin gesehen, wie stark der nach hinten rausgedrückt wird, wie viel Kompression hier, wie viel Druck hier drauf ist. Das werde ich dir definitiv lösen und Halswirbelsäule wahrscheinlich sogar auch. Ja, hier bin ich schon im absoluten Spannungsbereich. Und gerade das in den letzten 1,5 Wochen wieder, diese Spannung hier unten. Das ist der Grundbaustein für die Spannung hier oben. Das heißt, ich muss hier unten eigentlich, das ist immer meine Vorbereitung, erst lösen, damit ich mich hier drum kümmern kann. Und was sie jetzt wieder zugenommen hat, das, wie sagt man heutzutage, feiere ich jetzt nicht allzu doll, ne? Weil ich damit halt wieder unten erst anfangen muss. Aber so ist nun mal der Körper und das Leben. Und jetzt ist es halt so, dass gerade 1,5 Wochen halt einfach sehr anstrengend waren. Und da kannst du tun und lassen, was du willst. Manchmal ist das einfach so. Ne? Das werden wir ja generell, wir wollen ja so... Ach, ich wollte im Lotto spielen, fällt mir gerade ein. Apropos, das Leben leichter machen. Habe ich vorhin gehört, muss man ein paar Kreuze auf den Zettel machen und gewinnt ein paar Millionen. Ziemlich praktisch eigentlich. Wenn es so einfach ist, dann... Oder? Naja, die Chance ist ja, was habe ich, 1 zu 170 Millionen?
geht. Ich glaube, da ist die Chance höher, zweimal im Leben vom Blitz getroffen zu werden, als einmal Lotto zu gewinnen. Hier knackt was. Das bist du aber. Ja, ich bin in Duisburg mal umgehauen worden von einer Disco. Einen kleinen Schwank aus meinem Leben erzählen. Krass. Seitdem habe ich das. Ich war auf der Tanzfläche und auf einmal bohrte sich jemand in meinen Rücken rein. Immer und immer wieder. Ich dachte mir erst nichts dabei. Habe ich mich irgendwann umgedreht, habe keinen gesehen, habe nach unten geguckt und dann stand da ein kleiner Mann. Ich habe ihn wirklich jetzt nicht gesehen. Und der fühlte sich von mir belästigt. Ich weiß auch nicht genau warum. Hat er versucht, mir eine Kopfnuss zu geben, ist aber nicht hoch genug gekommen. Kein Spaß. Wirklich. Und erst haben die Türsteher gesehen, haben ihn rausgeschmissen. Dann meinte er noch, ich warte draußen auf dich. Dachte ich so, ja, okay, gut, glaube ich nicht. Kamen meine Freunde. 5 Minuten später meinten, so richtig geil ist das hier nicht, lass mal gehen. Gesagt, getan. Dann stand er draußen noch. Dann meinte ich noch, weiter bin ich nicht gekommen. Dann hat er mich umgehauen. Als ich auf dem Boden lag, hat er mich dann noch getreten. Und dann habe ich irgendwie so eine Abwehrhaltung gemacht. Und dann, wie sich später herausstellte, weil es ist nicht rausgekommen, wer das war. Die Polizei hat ihn sogar gekriegt. Hat der gegen mein Handgelenk getreten. Und was passiert? Er hat sich seinen Fuß gebrochen. Aber seitdem habe ich das Knacken. Ja, so viel dazu. Kleiner Schwank aus meinem Leben. Und, wie ist es? Mhm. Alles tutti? Ja. Schmerzhaft. Mhm. Und hier, Hinterkopf, ne? Hast du ja jetzt auch gesagt, ne? Nach dem ersten, zweiten Mal immer ein bisschen empfindlich. Warum? Das ist die Schlüsselstelle der Spannungsübertragung auf den Kopf. Ne? Das ist hier dieses Mittelstück und dementsprechend muss man das halt auch intensivst bearbeiten. Und dementsprechend berührungsempfindlich ist es dann aber auch. Guck mal unter die Decke, bitte. Hoch. Du hast relativ viel Spannung vorne bei dir, im Halsbereich, deswegen gehe ich dir da so auf den Senkel gerade. Deine Arbeit zu Hause, hier an der Problematik, was macht die so? Die läuft. Inwiefern? Also ich habe eine Massagegun, damit mache ich was. Dann, das ist aber ja auch eher für den Schädel mit auf der Rolle liegen. Ja. Das. Dann habe ich die Akupressurmatte wieder rausgeholt. Ah ja, gut. Ja. Sind wir hier im IBT auch ein große Fans von der. Wir nennen sie immer noch Nadelreizmatte, Akupressurmatte, whatsoever. Okay. Ist ja schon behandelt.
Verwandlungsprofi. Einmal unter die Decke gucken. Gut, wieder nach vorne. Jetzt kommt mal einmal hier rum. Kurz ein bisschen zur Seite. Lass ich mal nach vorne, mach die ein bisschen. Und aufrichten. Ist hier nicht wirklich viel. Gut. Und nochmal runter. Und aufrichten. Raus, raus. Schieben, 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 schieben. Gut. Okay. Dann locker das. Krumm, Mann. Krumm. Jetzt komme ich tiefer rein. Hier in die Muskel. Ui. Ja. Und nochmal aufrichten. Aufrichten. Komm, 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 komm. Gut, gut. Kinn rausschieben. Yes. Und locker lassen. Okay. Kopfschmerzen schon schlimmer, oder? Mhm. Okay. Warum ich frage, das kann natürlich jederzeit passieren, dass auch während der Behandlung die Problematik provoziert wird. Ne? Dieser kleine obere Brustwirbelbereich, wenn man da so ein bisschen mehr Natürlichkeit in der Aufrichtung, also so eine Leichtigkeit reinbringen könnten, wäre das total toll. Merkst du, ne? Mhm. Nicht direkt. Das ist so ein Punkt von der Größe. Vorne? Also, nee, hinten. Da, wo es extrem weh tut. Ja, benennen wir den mal. Dann geh mal runter. Da. Ja. Da? Da. Das ist... So, deswegen auch nochmal für alle Therapeuten oder auch Hobbytherapeuten. Ist nicht nur die Stellung, sondern die Druckdolenz, also die Druckschmerzhaftigkeit von Wirbelkörpern, wichtig zu testen. Okay. Ja, ich habe schon. Okay, meine Lieben, dann machen wir das mal so. Dann fangen wir damit an. Nicht immer auf den Rücken, aber relativ niedrig, also nicht allzu hoch rutschen. Ja, genau, so ist super. Genau, die Beine kannst du angestellt lassen. So, dein Schulter-Nackenbereich, der jetzt nochmal rumgemeckert hat, den habe ich jetzt nochmal angestoßen. Mhm. Ne? Hab dir nochmal ein paar mitgegeben, dass der einfach nochmal ein bisschen lockerer lässt. Jetzt gehe ich in meine Brustwirbelsäule, mobilisiere die und dann gehen wir aber schon auch an die Halswirbelsäule und oben auch an den Schädel. Einmal hier greifen. So. Hilf mir nochmal. Da, ja. Da. Mhm. Da? Weniger. So, nochmal. Da? Ja. Da ist mehr. Mhm. Und da? Weniger. Mhm. Deswegen empfehle ich immer 3 Wirbel, dann kann man gut abschätzen, auch genau wo man hin möchte mit dem Impuls. Hier lässt du mich ein bisschen durchsinken. Dahin. Gut, aber nochmal einatmen. Ausatmen. Okay, gut. Gut. Okay, hast du gemerkt, hat sich erst so ein ganz klein bisschen gelöst, aber... Ja. War dann schon nochmal wichtig hinterher zu schieben,
Da haben wir die Kette auf jeden Fall schon mal ein bisschen aufgerichtet. War das okay, außer dass das jetzt viel Druck von oben war? Das war okay. Ja, atmen wir ein. Und raus. War es okay soweit? Ja, es ist immer noch so ein bisschen, dass da irgendwie was... Hier vorne? Ja, am Brustbein? Fühlt sich auch so an. Aber auch hin. Warte mal. Du bist gerade gelöst. Deswegen, das mache ich immer, deswegen ist in der Brustwirbelsäule immer gut, wenn man danach erstmal ein paar Mal ein- und ausatmet. Das muss erstmal in Bewegung. Das ist genauso, wenn ich ein Becken in Bewegung bringe. Deswegen sollen die Leute oder eine Lendenwirbelsäule danach immer spazieren gehen. Damit das erstmal wieder auch in Bewegung kommt. Es darf nur nicht jetzt stechen oder sehr unangenehm sein. Das ist wichtig. Nee, hinten geht, aber es ist wirklich vorne noch, dass ich merke, das? Dass das da ein bisschen... Mhm. Am Brustbein, ja? Mhm. So, dann gucken wir mal. Achtung. Vorne haben wir die Rippenverbindung zum Brustbein. Okay, wir sehen, es ist schwerlichst für dich auszuhalten. Ja. So intensiv darf es eigentlich nicht sein. Es ist halt aber durch diese Haltung wird hier vorne das alles sehr, sehr, sehr eng. Und jetzt habe ich dir hinten mehr Platz geschaffen, aber vorne noch nicht. Deswegen merkst du das vorne noch. Okay. Gut, ja, es ist ja gut. Sehr gut. Schon. Der wohltuende Schmerz. Wo? Wartest du drauf, oder? Doch, ich sage ja immer, das ist ein Schmerz, der ihn nicht aushalten kann, auch wenn er doll ist, weil ich weiß, danach ist es besser. Ein wohltuender Schmerz. Schön, schön. Gut, dann kann ich ja weitermachen. Gut erklärt. Okay. Ausatmen. Nochmal. Und setz dich mal einmal auf, bitte. So. Tief ein und aus. Gib mir nochmal eine Rückmeldung. Also jetzt gerade fühlt es sich halt, ich glaube einfach, weil das so gereizt ist. Also vom Druck her. Aber ansonsten, also innen, also es... Das fühlt sich gerade nicht besser an, nein, aber es kann halt auch sein... Also da drin noch? Ja. Aber es kann halt ja auch sein, dass wir geben, kommt. Wir geben dem Ganzen jetzt noch mal ein bisschen Zeit. Und Linda erinnert mich dran. Magali, du erinnerst mich auch noch mal dran. Wir testen das dann nachher noch mal. Wir gucken dann noch mal, wie es ist. So. Dann machen wir erstmal weiter. Die nervt dich doch, die Stehe. Die nervt mich total. Ja, aber wir werden gleich wahrscheinlich sowieso die Haare öffnen.
Merkst du, wie deine Halswirbelsäule sich aufrichtet? Mhm. Mhm. Gleich die Punkte getroffen. Magalies Lieblingspunkte, nämlich etwas oberhalb von der Schädelkante. Und das habe ich mir heute nämlich geschworen. Das hier. Heute, das mache ich damit, werde ich dir die Haare waschen. Wenn ihr euch fragt, warum ist der Typ immer so nah mit seinem Körper an der Patientin dran, hat das den Hintergrund, dass ich halt stabilisieren möchte. Weil im Sitz ist der Patient relativ instabil. Warum mache ich es dann? Weil es am funktionellsten ist, in Bauchlage oder Rückenlage. Würden wir zwar ganz gerne den ganzen Tag verbringen, aber das geht nun mal nicht. Jetzt kannst du tatsächlich den Kopf mal genau an meine Schulter anlegen. So, muss ich mal einmal bitten, kannst du einmal deine Haare aufmachen? Mhm. Gut, dann kann ich jetzt mal ein bisschen weiter noch oben an den Schädel gehen. Und deswegen wie Haare waschen. Waschen, schneiden, föhnen danach hätte ich auch noch gerne. Ja. Föhnen bin ich mittlerweile Profi drin bei meiner kleinen Tochter, die hat so lange Haare. Das dauert fast, ich weiß gar nicht, das dauert 20 Minuten oder so, bis ich die trocken geföhnt habe. Jetzt komme ich mal nochmal zum Übergang zum Schädeldach in der Mitte. Genau, Mitte.
Puh, okay. Alles in Ordnung soweit? Ja. Ich werde mal für eine kurze Pause. Ist nicht nur für dich anstrengend, für mich auch noch auch ein bisschen. Wir trinken mal einen Schluck. So, hast gerade gesagt, wenn du drauf liegst, merkst du es, also die Punkte hier hinten am Schädel da. So, dann wollen wir mal weitermachen. Und schön die Schädeldecke bearbeiten. Du kannst den Kopf ruhig liegen lassen. Mhm. Es gibt zwei Hauptlinien eigentlich am Schädel. Einmal die seitlichen, einmal eine mittlere Linie, wo man immer viel, also bei Kopfschmerz und Migränepatienten, viel Spannung findet. Und in der Pause meinte Magali schon so, da vorne, nee, da waren so zwei Punkte. Ich meine, ja. Heißt, da komme ich gleich noch zu. Da merkt man auf dem Schädel, dass die Muskulatur da sehr, sehr stark agiert. Das ist in diesem Bereich. Das ist noch nicht ganz. Obwohl, ich habe schon immer gesagt, eigentlich, dass im, warum auch immer, jeder hat einen etwas unterschiedlichen Haaransatz. Aber ganz häufig, wenn ihr Kopfschmerzpatienten, da wo der, euer Haaransatz ist, in diesen Bereichen sind häufig mit. Die schlimmsten Spannungen bei Kopfschmerzen. Jetzt gehe ich einfach mal hier einmal hin und gehe da durch und finde genau hier, gehe hier an den Haaransatz. Hat nichts mit den Haaren zu tun, aber es sind halt einfach. Möglichst viel in Bewegung bringen, das ist mein Ziel. Das ist immer ein bisschen. Kurze Haare oder gar keine Haare sind ein großer Vorteil. Patienten zu überzeugen, sich aber deswegen die Haare abschneiden zu lassen, ist immer ein bisschen schwierig. Bringt meistens auch nichts. Auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, ich gebe einen ziemlich hohen Druck auf den Schädel, aber damit ich die Kopfhaut in Bewegung bringen kann und die Muskulatur unten drunter gut erreiche. Alles okay eigentlich? Mhm. Okay. Jetzt bin ich genau auf der Mittellinie mit beiden Daumen hintereinander.
Gut. So, einmal nochmal den Kopf ein bisschen anheben und kannst wieder ablegen. So, im Bereich, wo überall wo Haare sind, habe ich jetzt eigentlich mehr oder weniger, bin ich jetzt komplett einmal abgegangen, habe die Kopfhaut in Bewegung gebracht etc. Das habe ich schon alles erklärt. Jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt kommt wieder meine Lotion zum Einsatz. Jetzt kommen wir zum Gesichts- und Ohrenbereich. Und mal ein Lächeln. Ja, ich hatte gerade von Friseur zu Wellnessbehandlung hier gesehen. So Dinge? Ja, genau. Vielleicht noch so mit so einem Pinsel oder so. Ach, schön wär's. Genau, ja. Aber ja, ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht so aus, aber die fangen ich auch... Ich war's auch noch nicht, ja. Ach so, die fangen auch häufig... Ich stelle es mir so vor. Ich weiß nicht, ob die hinter den Ohren angefangen. Nee, ich glaube auch nicht, und ich glaube auch nicht, dass das weh tut. Nein. Rund um das Ohr, hinterm Ohr, an die Ohrmuschel oberhalb des Ohres, da kann ich es sehr gut noch auf der Haut arbeiten. Beim Großteil der Zuschauer wurde noch nie intensiv im Gesicht oder auch ums Ohr gearbeitet. Ihr könnt gerne einmal so in das Ohr gehen, ein bisschen drücken, über die Haut gehen. Da werdet ihr schon merken, es ist halt auch insgesamt ein relativ sensibler Bereich. So, jetzt kannst du einmal durchatmen, wir machen eine kurze Pause, was jetzt die Kopfhautbehandlung angeht. Ich überprüfe nochmal deine Halswirbel. Gut, hätte ich gedacht, dass ich die nochmal in Bewegung bringen muss. Haben wir beim letzten halben Mal gemacht, ne? Mhm. Zumindest glaube ich auf der einen Seite, auf der anderen hat es nicht funktioniert. Oder es war nichts, ich weiß es nicht. Nicht funktioniert, ich habe dich durchgebrochen. Ja. Das Genick gebrochen. Also insofern, trotzdem brauche ich heute nicht reingehen. Da hätte ich vielleicht denken, oh, keine Halswirbelsäulenmanipulation. Nee. Ich kann ja nur das machen, was ich auch finde.
Das ist jetzt Maximum unangenehm. Normal, weil ich hinten direkt an den Schmerzstellen am Hinterkopf bin. So, was macht Energie? Geht, ne? Geht. Oder? Hm. Ich habe das Gefühl, dass ich kann weitermachen. Hm. Perfekt. Sehr gut. Akku? Bei dir, Solinda? Achtung. Awareness. So, hier. Stellenangebote werden kommen. Was ich jetzt als Wellness-Therapeut oder ich glaube eher Magali als Wellness-Model. Jetzt denkt ihr so auf der Na, wo gerade im Gesicht sind Stirn, ist doch nur Knochen drunter. Nein, ist nicht nur. Wir haben natürlich viel Gewebe auch hier drunter. Und gerade hier in diesen Bereichen, da geht es dann, da entsteht dann dieses Gefühl, auch Kopfschmerz hinter den Augen zu haben. Wir erkennen unschwer an Magalis Reaktion. Intensiv das ist. Ihr merkt, dass ich heute vielleicht ein bisschen weniger rede als sonst. Das hat einfach was damit zu tun, dass ich mir manchmal selber auf den Sack gehe. Und dass einfach so eine Schädel- und Gesichtsbehandlung, da ist einfach auch manchmal ein bisschen mehr Ruhe auch angezeigt. So, wenn ihr euch noch erinnert, du auch. Mhm. Jetzt kommen wir wieder in den Hauptbereich, ne? Hier, der vorhin schon sehr unangenehm war. Bin ich jetzt aber sehr flächig in dem Bereich unterwegs.
Jetzt wird's maximal unangenehm. Okay, gut. Okay, gut, durchatmen. Ja. Das war kacke, ne? Ja, richtig. Und das sind auch immer so, da muss man dann sagen, okay, das reicht auch, weil klar kann ich immer mehr lösen, aber das provoziert Magali einfach auch enorm. Mein Gefallen, einfach den Unterkiefer einfach locker lassen, einfach nicht aufeinander beißen, sondern genau, es passiert nichts am Kiefer. Was denn? Was ja, hast du denn? Ja, aber das ist dieses... Genau, ja. aber guck mal, lass mal einfach locker. Genau. So. Das sollte eigentlich nicht allzu sehr wehtun, ja, sodass du jetzt ne, nicht in die Bredouille kommst, da groß gegenspannen zu müssen. Das nächste Mal, wenn wir so ein ruhiges Video drehen, dann müssen wir im Hintergrund Musik laufen lassen oder so. Ansonsten hört man jetzt ganz IBT im Hintergrund. Wir sind halt mitten im Tagesgeschäft gerade. Ne? Okay, nochmal durchatmen. Sollte fast ein bisschen besser gehen, weil ich die ja. Nebenhöhlen gerade ein bisschen freigearbeitet habe. So, genau, jetzt kannst du den Mund wieder schließen. Geht's? Mhm. Das ist ein sehr empfindlicher Bereich hier unten zum Grundmuskulatur. Ohrringe hast du rausgemacht? Das ist ja cool. Die habe ich nicht so oft drin. Okay. Ist, auch, ich höre ungefähr jedes zweite Wort, wenn du das machst. Und ja, sieh mal. Wenn du mir über die Ohren... Na, okay. So. Ist wie beim Zahnarzt, wenn man gerade alles im Mund hat da irgendwie und der fragt dich, was du musst immer antworten. Oh. Immer machen. So, wir werden ein bisschen entspannen. Jetzt mal ehrlich, keine Sorge, jetzt kommt gerade kein Druck mehr. Mhm. Ich schaffe das nur meistens nie länger als 30 Sekunden.
Okay. Gut. So. Ehrlich gesagt, ich glaube, das war's fast. Aber du bleibst jetzt... Nee, stimmt noch nicht. Eine Kleinigkeit noch. Du bleibst noch liegen. Mhm. Okay? Und ich hole jetzt nochmal jemanden zur Unterstützung. Okay? Mhm. Gut. Ja. So, wir haben uns Verstärkung geholt. Marcel ist da. Mhm. Mit ungemachten Haaren. Wir wollen jetzt ich möchte noch mal ein bisschen Traktion einfach noch auf die Wirbelsäule bringen. So, das ist es auch schon. Du lehnst dich noch ein bisschen nach hinten. Sehr gut. Das reicht. So, ich kriege immer wieder die Frage, warum ich die Manipulation mit dem Handtuch ums Hals oder mit dem Y-String, den ich da auch liegen habe, den ich mal ausprobiert habe, warum ich das nicht mache. Habe ich heute noch einen Kommentar beantwortet. Weil mir das zu unspezifisch ist. Ich weiß nicht, was ich in der Wirbelsäule anrichte, wenn ich jetzt von hier oben einmal kräftig reißen würde. Das geht durch die ganze Wirbelsäule durch. Und mir ist die Gefahr zu groß, da irgendwas auszulösen, was ich nicht möchte. Nichtsdestotrotz ist natürlich hier eine schöne Traktion durch den ganzen Körper. Gibt natürlich auch schon Platz. Und los. Es kann auch nicht ewig so stehen. Warum denn nicht? Ich finde, das sieht ganz, also ich sehe es ja nicht. Was sagst du? Sieht das gut aus? Ja, ja, da. Aber ich habe das auch schon mal gemacht. Ich weiß, das ist nicht ganz unanstrengend. Warte nur, bis er aufhört zu reden. Habe ich doch gerade. Oh, alles okay bei dir dann? Ja. Oder? Ist nicht schlimm, oder? Nee. Gut. Ich habe aufgehört zu reden. Okay, kannst langsam die Spannung rausnehmen. Perfekt. Okay, gut. Super. Danke, Marcel. Danke. Okay, Marcel, dann kannst du dich nochmal einmal aufsetzen. Gut, einmal den Laufkreis wieder zum Kreislauf werden lassen. Mhm. Oh. Mhm. Düdelt ein bisschen, ne? Düdelt euch. Mhm. Jetzt waren wir natürlich auch im Schädel, jetzt haben wir gerade nochmal ordentlich an dir gezogen. Ich hole die Beine schon mal runter. Mach mal die Beine runter. Ein Schlückchen Wasser. Danke. Bitte. Man braucht noch ein kleines Päuschen. Päuschen. Überlegen. Wir machen noch eine kurze Pause. Gut. Schädelbehandlung. Dann noch ein Ganzkörper. Traktion, Trage, Ziehen. War jetzt ein bisschen viel. Ne? Mhm. Aber ist halt so. Jetzt geht's wieder. Geht's. Gut. Okay. Gut. Apropos, dein Brustwirbel. Ist gut. Ja? Haben wir dich genug durchbewegt jetzt? Nein, das ist das Typische, häufig manipuliert und dann merkt man noch was, bewegen. Deswegen ist unsere Prämisse nach jeder Behandlung immer spazieren gehen, bewegen. Ruhe und Bewegung sollte sich immer abwechseln. Jetzt hast du in der Pause noch kurz was gesagt. Was war mit den Punkten? Die Punkte, die du gedrückt hast, fühlten sich genauso an wie der Kopfschmerz selber. Also dass ein drückender, stechender Schmerz an den Stellen. Also vor allem hier seitlich und wie ist es hier in diesem Bereich? Ja. Ja. Und da wirklich jeder, der Kopfschmerzen hat oder Migräne oder sonst, der sollte sich jetzt bitte wirklich mal sofort vor den Spiegel stellen. Es ist total bescheuert, ich weiß. Aber ihr guckt, wo eure Haarkanten sind und genau da nehmt ihr eure Finger und macht mal so Halbkreise und drückt ein bisschen rein. Und ihr werdet höchstwahrscheinlich das gleiche merken wie Magali, nämlich dass da eure Kopfschmerzen, dass der Schmerz sich ähnlich anfühlt. Und was bedeutet das? Dass hier die Spannung einfach zu hoch ist. Das ist halt eindeutig. Löst man es an bestimmten Stellen aus, weiß man halt, okay, da haben wir halt einfach zu hohe Spannung. Was auch zu einer Hausaufgabe gleich bei dir führen sollte. Gut, Magali, ich gehe schon hinter dich, du reagierst schon, das ist toll. In Zukunft denkst du immer, dass ich hinter dir stehe, weil ich muss den Stift jetzt gar nicht wirklich dranhalten, weil du reagierst. Das ist halt jetzt, ne? Das ist ein Mindset. Häufig ist es mehr ein Mindset als ein Bodyset. Also, ne? Man muss viel drüber nachdenken. Wir haben kaum was in Bewegung gebracht, bis auf den einen Brustwirbel, der war nötig. Mhm. Halswirbel gar nicht. Oben am Schädeldach hätte ich mir vorstellen können, noch was in Bewegung bringen zu können. War aber nicht der Fall. Insofern sind wir eigentlich fertig. Du kannst dich einmal
Komm, wir setzen uns mal an den Schreibtisch und gucken ein bisschen raus auf diesen wunderschönen Teich. Dass man immer noch rausgucken kann. Genau, man kann. Ja. Ja, wir haben eine Spedition hier. Okay, bevor ich das wieder vergesse, weil ich vergesse ja einiges, Hausaufgaben. Die Punkte brennen sich ein. Du nimmst einfach deinen Zeigefinger und deinen Mittelfinger und machst Halbkreise. Mhm. Machst du wahrscheinlich so schon immer, ne? Ja, schon. Immer, ja, aber auch so wie ich? Nein. Auf gar keinen Fall. Genau, das ist es halt, ja, man macht halt immer so, okay, gut, aber dass man ein bisschen intensiver durchgeht und einfach wirklich, ja, um das Ganze, man sollte es ja dann lockern. Solltest du dann bitte mal immer wieder ein bisschen regelmäßig machen. Ansonsten, Ende offen nach so einer Behandlung. Es kann halt immer sein, dass du provoziert wirst, muss nicht. Deine Hauptaufgabe jetzt gleich ist definitiv schlafen. Okay? Also, ja. Beim letzten Mal bin ich auch, hast es ja immer nach dem Energielevel gefragt. Ja. Und ich dachte immer so, aber ich bin zu Hause angekommen, habe mich hingelegt und habe erstmal 2,5 Stunden, glaube ich, geschlafen. Ja, und das ist, also wenn ihr Probleme mit dem Durchschlafen habt, kommt zu mir. Es ist nach so einer Behandlung, das höre ich ganz häufig, dass die Leute wirklich locker 2 Stunden am Stück pennen. Und das ist auch gut so. Das ist gut so, weil der Körper kann sich dann erstmal darauf fokussieren, was ich ihm quasi für Aufgaben auch gegeben habe. Halt, ne? Ja. Und nach dieser ganzen Anspannung hier, muss man als Nervensystem einfach auch mal ein bisschen runterfahren. Wie war es jetzt heute für dich? Wie war es Haare waschen etc.? Ich werde das gut merken. Und auch, ich glaube schon, also vor allen Dingen halt diese Punkte merke ich gerade schon sehr extrem. Mehr als alles andere. Ja. Deswegen, das sticht halt schon eher in den Kopf. Also das kann schon sein, dass es definitiv ein bisschen mehr wird. Das kann durchaus sein. Beim letzten Mal haben die Punkte hinten dominiert und heute ganz klar standen die im Vordergrund. Weil das sind die beiden Hauptstellen schlechthin. Weißt du, was aber ganz gut ist? Das wissen wir. Und eigentlich kann ich fast behaupten, dass ich weiß, wie deine Migräne weggeht. Also wie wir die dauerhaft in den Griff bekommen. Erstens, einen Stressausgleich finden und den regelmäßig durchziehen, weil ein Stress ist nun mal häufig da, das kann man nicht ändern, aber dann dementsprechend den Ausgleich noch mehr finden und vor allem regelmäßig machen. Ja. Das wären die 50% Grundlage, die du machen kannst. Von der Behandlung her müssen die Spannung hinten, sind bei dir gar nicht so sehr die Wirbelverstellung, sondern tatsächlich diese Spannung, die sich dann ergeben, am Hinterkopf, hinten auf dem Hinterkopf, und diese beiden seitlichen Stellen. Wenn wir das aufeinander, dann haben wir die 100%. Und das ist halt immer viel wert, die Schlüssel schon mal zu haben. Ja? Okay, naja, du hast ja schon gesagt, wie es war. Du stellst auch gleich direkt ein. In dein Kopfkissen. Nein, ich denke mal, bin mal an einem Punkt. Ja. Naja, okay. Heute eine etwas ruhigere Folge. Weil, wie gesagt, aber auch sehr anstrengend. Vielleicht einfach mal ein bisschen anders anstrengend als sonst, aber mit Intensität am Kopf bedarf halt auch immer einer gewissen Konzentration, auch beim Patienten, aber auch beim Therapeuten. Insofern, ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Gib uns gerne einen leisen Daumen nach oben, schreib uns einen leisen Kommentar. Und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.